Hat man dir schon mal gesagt, du bist nicht richtig geerdet? Hast du vielleicht selber das Gefühl, nicht so mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen? Ja, fühlst du dich wirklich zu durchlässig, zu feinstofflich? Dann bist du hier in diesem Video richtig. Mein Name ist Silvia Hake und ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit spiritueller Psychologie. Und in diesem Beitrag möchte ich mit dir das Thema der Erdung und der Chakren in Zusammenhang mit der Hochsensibilität besprechen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele von uns wirklich sehr, sehr ungeerdet sind, wie man so schön sagt, nicht richtig verwurzelt sind. Ja, und du kannst mir glauben, ich spreche wirklich aus eigener Erfahrung. Und es hat wirklich viele, viele Jahre gedauert, bis ich so wirklich mit meinem Bewusstsein, ja, ganz und mit meiner Seele ganz tief in meinen Körper eingesunken bin. Wenngleich es natürlich immer wieder aufs Neue eine Herausforderung ist, ja, diesen Zustand nicht zu verlassen. Wir schauen uns gleich nochmal an, an welchen Punkten du auch erkennen kannst, dass du nicht so geerdet bist. Und werden uns im zweiten Teil von dem Video auch nochmal mit dieser Frage beschäftigen, wie kannst du dein Wurzelchakra stärken und was hat das vielleicht auch mit deinen Ahnen zu tun? Also, bleibe dran, das wird sehr, sehr spannend. Genau dieses Thema der Verwurzelung und der Erdung ist auch ein wichtiges Kapitel in meinem neuen Buch, Die Kraft der Selbstliebe. Und genau da kommt jetzt auch diese Liste her, die wir gleich nochmal durchgehen werden. Also, Punkt Nummer eins, woran du erkennen kannst, dass du nicht richtig geerdet bist oder dass dein Wurzelchakra irgendwie geschwächt ist, ist, dass du Schwierigkeiten hast mit deiner Körperwahrnehmung. Ja, du bist vielleicht nicht ganz richtig drin in deinem Körper verankert. Du bist vielleicht eher in feinstofflichen Welten unterwegs und hast vielleicht Schwierigkeiten, dich selber zu spüren. Oder wenn du dich spürst, ist es für dich sehr anstrengend. Oder du hast nicht so viel Interesse an körperlichen Aktivitäten, ja, wie Sport oder Essen oder alles, was eben mit Sinnlichkeit zu tun hat und bist vielleicht stattdessen eher so vergeistigt, verkopft unterwegs oder vielleicht sehr, sehr spirituell unterwegs und vielleicht fällt es dir manchmal einfach auch schwer, die Bedürfnisse deines Körpers ernst zu nehmen oder auch zu berücksichtigen. Manchmal ist es auch so, dass Menschen, die nicht stark geerdet sind, sich vernachlässigen, ja, die dann einfach nur funktionieren und im Prinzip sich selber erst wieder spüren, wenn sie in einer starken Erschöpfung sind oder im Burnout. Vielleicht hast du auch Schwierigkeiten mit materiellem Besitz oder mit Geld, dass du diese Dinge ablehnst, dass du sagst, ha, das ist oberflächlich oder das ist vielleicht nicht so wichtig im Leben und kommst immer wieder auch in Mangelsituationen oder hast eben ganz, ganz starke Existenzängste, Sorgen, Zukunftsängste, diese Angst, nicht existieren zu können, wenn du deinen Job eben verlässt oder wenn du deinen Partner zum Beispiel verlassen möchtest, aber aus Angst vor finanziellen Einbußen einfach nicht die Kraft dazu aufbringst, dann sind eben diese Existenzängste, die man ganz stark auch eben mit dem Wurzelchakra verbindet, sehr, sehr extrem ausgeprägt und können eben dein Leben auch sabotieren. Und dahinter verbirgt sich dann meistens eben auch natürlich ein erschüttertes Urvertrauen. Und die Gründe dafür werde ich, wie gesagt, im zweiten Teil des Videos nochmal genauer beleuchten. Und das wird dich einerseits entlasten und vielleicht andererseits auch ein bisschen erschrecken. Aber was ganz wichtig ist, wir dürfen eben niemals Schuldgefühle haben, ja, wenn wir über diese Themen sprechen, weil niemand sucht sich das aus, ja, mit diesen Problemen geboren zu werden oder so, sage ich mal, durchs Leben zu gehen. Das hat ja alles etwas mit unserer Historie, sowohl persönlich als auch kollektiv zu tun. Eine weitere Manifestation eines schwachen Wurzelchakras ist es, dass du zum Beispiel zu viele Ideen hast, ja, dich verzettelst, dich nicht richtig entscheiden kannst und einfach dir diese Durchsetzungskraft ins Materielle, ins Irdische fehlt. Ja, weil du eben immer wieder lieber abzwitscherst in deine Fantasien und aber nicht ins Handeln kommst, ja, nicht in die Umsetzung kommst. Und das kann eine Zeit lang sehr interessant sein, aber es kann dann auch irgendwann auch dein Selbstvertrauen auch völlig untergraben, wenn du merkst, dass du einfach die Dinge nicht umsetzen kannst, die dir aber am Herzen liegen.
Andere Menschen, die so Probleme mit der Erdung haben, berichten auch so über ein Gefühl von innerer Leere. Und das kann auch sehr, sehr erschreckend sein, weil man sich dann immer wieder auch ablenkt und versucht, diese innere Leere auch zu stopfen, ja, mit Filmen, mit Begegnungen, mit Kontakten, was dann auch teilweise in suchtartige Strukturen ausarten kann. Irgendeine Form von Essenssucht oder diese Kicksucher, die Sammelsucht. Ja, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie sich das manifestieren kann. Manchmal entwickelt sich eben aus dieser inneren Leere auch so eine Art von Depression oder Sinnlosigkeit. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele Menschen in dieser Zeit empfinden. Dieses Mangelgefühl an Sinn und auch so diese Entfremdung von dieser Gesellschaft, zu denken, was mache ich hier eigentlich? Was ist das eigentlich für eine Gesellschaft, in der wir leben? Viele Dinge, die dich vielleicht abstoßen und die dich auch schockieren, ja? Und das erzeugt dann oft auch eine ganz starke Isolation. Dann noch ein ganz wichtiges Indiz für mangelnde Erdung ist, dass du nicht so richtig weißt, wo du hin willst im Leben, ja? Wo dein Platz ist. Das fängt in der Berufswahl an, bei der Partnerschaft oder beim Wohnort. Und ganz, ganz viele haben dann auch viele Wechsel, ja, also häufige Umzüge oder einfach immer wieder diese Entscheidungsschwäche, was ist jetzt das Richtige für mich? Andere haben durch Unachtsamkeit und mangelnde Erdung auch Unfälle, ja, weil sie mit der Aufmerksamkeit einfach so ein bisschen immer woanders sind. Das kennt man so aus diesem ADS-Bereich, sage ich mal, oder ADHS-Bereich, wenn wir es jetzt, sage ich mal, psychologisch irgendwo einordnen wollen. Und das ist natürlich sehr, sehr unangenehm, ja, wenn immer wieder solche Unfälle oder ja, Tollpatschigkeiten passieren. Und das kenne ich von mir auch aus meinen Kindertagen sehr, sehr gut. Ja, und da kriegt man natürlich immer wieder auch viel Kritik und Probleme, ja, wenn durch Unachtsamkeit einfach vielleicht Dinge kaputt gehen oder verloren gehen, nicht mehr wiedergefunden werden. Und das macht wahnsinnig viel Stress. Und eine weitere Eskalation ist eben etwas, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass man sich abgestoßen fühlt von dem sogenannten weltlichen Treiben, ja. Dass du vielleicht auch diese Sehnsucht hast, irgendwo ganz abgeschieden zu leben, in einer Holzhütte im Wald oder im Kloster oder vielleicht auch in einer anderen Zeit. Und das kann ich sehr, sehr gut verstehen, dieses Gefühl, nicht in der richtigen Zeit zu sein. Und wir werden auch gleich nochmal darauf eingehen, weil diese Zeit, in der wir jetzt leben, ist, glaube ich, sehr, sehr herausfordernd. Und obwohl wir jetzt vermeintlich sehr, sehr viel, sage ich mal, erreicht haben gesellschaftlich, dass wir sozusagen eine gesicherte Existenz haben, also die Supermärkte sind voll, du kannst zum Arzt gehen, und dennoch ist unter der Oberfläche was anderes, es bröckelt. Und viele, ja, haben eben, gerade hat man das auch an der großen C-Krise gesehen, unterschwellig dennoch Existenzängste, deswegen haben ja so viele Toilettenpapier gekauft, ja, oder es kommen einfach wahnsinnig viele Ängste nach oben. Und wie gesagt, dieses vermeintliche moderne Leben hat dennoch sehr, sehr viele Nachteile. Und gerade für hochsensible Menschen, die eben sehr stark unter Reizüberflutungen leiden und die eben auch sehr stark nach Sinn suchen, ist das wirklich eine extreme Herausforderung, in der sie jetzt leben. Und da schließe ich mich völlig mit ein. Ja, warum gibt es so viele Menschen mit mangelnder Erdung? Ich glaube, dass es da verschiedene Faktoren gibt. Zum einen haben wir ganz, ganz viele Menschen, die letzten Endes ungewollte Kinder sind. Also eine ungewollte Schwangerschaft löst bei vielen Eltern auch erstmal eine Ablehnung aus. Ja, was wiederum Existenzängste und Konflikte fördert. Und unbewusst spürt das Kind eben, ob das gewollt war oder auch nicht. Und dazu gehören eben auch alle Formen von pränatalen Stresssituationen, also Mütter, die in der Schwangerschaft sehr gestresst waren oder die massive Beziehungskonflikte erlebt haben, bis hin auch zu Geburtstraumatisierungen, ja, also Kaiserschnitt, Frühgeburt, Zangengeburt, Wehentropf oder auch, dass Kinder nach der Geburt von der Mutter getrennt werden, ja, aus medizinischen Gründen oder weil es einfach so üblich war, lange Zeit in den Krankenhäusern, ja, dass ist einfach unter Bindungsexperten eben bekannt als diese sensible Phase des Bondings, ja, also wo diese Mutter-Kind-Bindung ganz, ganz stark
eigentlich kommen muss und wo aber durch unser Industriezeitalter und dieses industrielle Gebären in den Krankenhäusern auch mit all dem Stress und Komplikationen, die da stattfinden, gestört wird. Ja, eben, und was natürlich ganz extrem wichtig ist, wie gesagt, dass man viele, viele Jahrzehnte lang die Kinder dann auch von den Müttern separiert hat. Und jetzt kommen wir nochmal auf einen Punkt zu sprechen, der für viele jetzt ja eigentlich bekannt ist, aber doch immer wieder so ins Hinter oder in den Hintergrund fällt. Das ist das ganze Thema der Ahnen. Ja, wir sind ja eine Gesellschaft, die jetzt zwei große Weltkriege überlebt hat und ganz, ganz viele Verwerfungen sind natürlich passiert. Ja, von den Flüchtlingsfamilien, das sind ja Millionen, die aus Ostpreußen oder Schlesien geflüchtet sind, die da auch ganz schlimme Dinge erlebt haben, die ihr Hab und Gut verloren haben über Nacht und die auch grausame Dinge erlebt haben auf dieser Flucht, bis hin zu den Kriegsheimkehrern, ja, die dann kriegstraumatisiert waren, oder die Witwen, die dann eben ihre Kinder eben ohne die Männer großziehen mussten und dann in solchen Frauenhaushalten ja auf sich allein gestellt waren. Und die Umwälzungen, die in den letzten 100 bis 150 Jahren stattgefunden haben, sind enorm und massiv. Und wir haben es auch kollektiv mit einer gewissen Entwurzelung zu tun. Ja, die Entwurzelung von unseren Traditionen, die Entwurzelung von auch von, ja, überhaupt da, wo die Familie angesiedelt ist. Ja, wie gesagt, ganz, ganz viele haben ihr Hab und Gut, ihr Zuhause verloren, haben nochmal neu angefangen. Und ich kenne das wirklich, dass viele Kinder und Enkel aus diesen Kriegsgenerationen auch diese Rastlosigkeit haben. Ja, ich selber habe ja auch eine Großmutter, die flüchten musste im Zweiten Weltkrieg aus Schlesien und die auch diesen Bombenangriff aus Dresden vorhergesehen hat, weil sie wusste, okay, irgendwann werden diese Bomben kommen, wir müssen jetzt hier weg, die wirklich ein paar Tage vor diesem schlimmen Bombenangriff aus Dresden dann noch mal weitergegangen ist in eine andere Stadt, nach Sachsen-Anhalt dann. Und ich weiß, dass ich selber zum Beispiel auch schon sehr, sehr oft umgezogen bin in meinem Leben. Und das kenne ich von vielen Menschen, die sich auch mit diesem Thema der Zweiten Weltkriegstraumatisierung beschäftigt haben, die auch Flüchtlinge in den Ahnenlinien haben, dass die das auch bestätigen, ja, dass immer wieder Umzüge stattfinden, weil einfach sozusagen diese Verwurzelung der Ahnenfamilie einfach hier gestört war, unterbrochen wurde. Und das dauert wirklich lange, lange Zeit, bis sich die Nachfolgegeneration von dieser Entwurzelung, sage ich mal, auch erholt haben. Und das erfordert auch unsere aktive Mitarbeit, ja, dass wir schauen, wie kann ich wieder in meinen Körper kommen? Da ist einfach Körpertherapie total wichtig, ja, den Körper annehmen, auch diese ganzen negativen Glaubenssätze aufzulösen, die mit der Verankerung und Verwurzelung in das irdische Leben zu tun haben. Und da haben es eben hochsensible, spirituell veranlagte Menschen oftmals auch sehr schwer, weil sie eben wirklich tatsächlich in sich so ein Bild haben von einer ganz anderen Zivilisation, einer ganz anderen Kultur und sich tatsächlich oft sehr abgestoßen fühlen, ja, von diesem Gesellschaftsmodell, in dem wir jetzt leben. Und man weiß eben zum Beispiel auch, als der Film Avatar von James Cameron erschienen ist, dass ganz, ganz viele Menschen nach dieser ersten Euphorie in so eine Art Lebensmüdigkeit gefallen sind. Ja, sie sind wie der Hauptdarsteller in diesen Konflikt zwischen der einen Welt und der anderen Welt gekommen. Und ganz, ganz klar sieht man natürlich auch in dem Film Avatar, dass da einfach eine profitorientierte, militärisch und industriell orientierte Gesellschaft eine Naturzivilisation ausrottet. Und ich glaube, dass James Cameron da einen ganz, ganz tiefen Nerv getroffen hat und dass er hier kollektiv eine ganz tiefe Wunde und seelische Wurzel angepackt hat in dem Film. Deshalb ist er auch so bekannt und erfolgreich, der Film. Und in meinem letzten Video über die großen Baumriesen gehe ich ja sogar noch einen Schritt weiter. Und es könnte sogar sein, dass tatsächlich diese Baumriesen, die in dem Film Avatar gezeigt werden, tatsächlich existiert haben. Denn es gibt überall auf der Welt sogenannte Tafelberge,
oder sehr, sehr seltsame Bergformationen, die letzten Endes wie abgesägte Baumstümpfe aussehen. Und wir können das ja nur erahnen, welche spirituelle Erschütterung das in unseren Vorgängergenerationen erzeugt hat. Und wir müssen vielleicht auch gar nicht so weit zurück. Man weiß ja auch, dass man zum Beispiel die Kelten auch entwurzelt hat, indem man dort die sogenannten heiligen Haine gefällt hat. Das waren jene heiligen Baumkreise, in denen die Kelten ja ihre Gebete, ihre Rituale vollzogen haben. Und eben um diese naturverbundene Zivilisation zu zerrütten, hat man eben ganz gezielt diese Bäume abgehackt. Deshalb ist es ein großes Stück Arbeit, wieder in dieses Wurzelchakra zu kommen. Und alles, was dir dabei hilft, ist wirklich ja, herzlich willkommen, sage ich mal. Ja. Das heißt, ob du jetzt eben wie hier auch in dem Video vielleicht mal rote Kleidung trägst, um dich zu erden, ob du dich mal an einen Baum legst, in die Wurzeln eines Baumes, ob du ganz bewusst mal in deinen Körper hineinatmest, hineinspürst und deiner Seele Erlaubnis gibst, sich mal wirklich fallen zu lassen. Das sind alles schon mal so erste Schritte. Und in den weiteren Schritten geht es darum, auch diese ganzen Verletzungen von deinem inneren Kind zu heilen. Ja, ganz viele von uns haben ja auch psychische oder körperliche Gewalt erlebt, was uns immer auch so ne, einen Schritt aus dem Körper draußen sein lässt und in diese Hab-Acht-Stellung bringt. Und da ist natürlich immer leicht, etwas außerhalb des Körpers zu sein, als im Körper verankert, weil es könnte ja wieder wehtun. Und da ist wirklich sehr, sehr viel Geduld gefragt, sich aus diesen Verletzungen so zu befreien, dass es sich für dich wieder sicher anfühlt, in deinem Körper zu sein. Also da sind wir im Prinzip auch schon bei der Traumaheilung. Und die nächst tiefere Stufe, die natürlich fast noch schwieriger ist, ist wirklich sich mal mit den Traumatisierungen deiner Ahnen zu beschäftigen. Ja? Stichwort Kriegstraumatisierung, Stichwort Flüchtlinge. Manchmal ist es auch der unbekannte Vater, das Familiengeheimnis, was da wirklich wie so einen Schleier drauf legt, dass du einfach gar nicht genau weißt, was sind denn deine Wurzeln? Ja, wer sind denn deine leiblichen Eltern oder deine leiblichen Großeltern? Und diese Familiengeheimnisse verhindern es oft, dass wir in unserer Identität gestärkt sind, weil Entwurzelung bedeutet auch immer Identitätsschwächung. Und deshalb kann ich dich nur einladen, ja, dich mal auf diesen Entdeckungsweg zu machen, ja, das alles zu erkunden, festzustellen, ja, wie gesagt, was auch deine familiären Wurzeln angeht und da zu schauen, dass du in diese Heilung kommst, ja, alle diese Themen, die sie mit diesem erschütterten Urvertrauen zu tun haben, ja, mit Entwurzelung oder auch mit Krieg und Vertreibung, mit diesem Abschneiden von Gefühlen. Das ist ein großer Batzen Arbeit, das erfordert viel Zeit und Geduld und auch Liebe zu dir, zu deiner Familie und auch ja, eine gewisse Großmut, ja, eben vielleicht auch Dinge zu verzeihen, auch die wir nicht verstehen können oder auch Dinge loszulassen, die wir vielleicht nicht lösen können, ja, aus diesen tiefen Verwurzelungen, Verflechtungen der Familie. Vielleicht auch Dinge, die wir auch an den Geheimnissen nicht lüften können, aber du kannst dich dem annähern. Wenn dich das interessiert, besorge dir gerne auch noch mein Buch, Die Kraft der Selbstliebe. Da gehe ich auch noch sehr ausführlich auf diese ganzen Übungen ein, die du machen kannst, um dich zu erden. Und du kannst natürlich darüber hinaus gerne auch dich nochmal informieren über meine Coaching-Programm, über mein Mentoring-Programm für hochsensible Frauen und kannst dann auch überlegen, ob du vielleicht auf diesem Weg eine Begleitung möchtest. Denn ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass es manchmal auch gar nicht anders geht. Ja, du kannst natürlich viele Videos anschauen und Bücher lesen, aber es gibt gewisse Knackpunkte, das ist einfach besser. Du hast jemanden Erfahrenen an deiner Hand, der dich da durchbegleitet. Und wenn dich das interessiert, geh gerne auch nochmal unter diesem Video auf den Link und schau dich um auf meiner Webseite, gerade im Bereich Coaching und Online-Programme. Und dann freue ich mich auf deine Fragen und Feedbacks zu diesem Video und dann sehen wir uns bald in einem neuen Video, wo ich auch wieder nochmal etwas über die Chakren mit dir besprechen werde.